Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um den RSA PKCS Nummer 1 und die Version 1.5. Das ist der aktuelle Signaturstandard. Das heißt, so werden tatsächlich RSA-Signaturen in der Praxis benutzt und ja, produziert sozusagen und dann auch tatsächlich verwendet. Wir haben uns allerdings schon mit dem sichersten RSA-Verfahren beschäftigt. Das waren die Hohenberger und Waters-Signaturen. Die waren beweisbar sicher, nicht im Random Oracle-Modell, sondern im normalen Modell. Und auch nicht mit der Strong-RSA-Annahme, sondern mit der klassischen RSA-Annahme. Das ist so ziemlich das meiste, und zwar EOF-CMA sicher. Das ist so ziemlich das härteste, was man mit RSA überhaupt hinbekommen kann. Generell, was man überhaupt hinbekommen kann. Und jetzt machen wir einen bisschen schwächeren Standard, nämlich den RSA PKCS. Okay, ich schreibe es gerade mal hin. RSA PKCS. Gut, wie funktioniert das Signaturverfahren? Achso, noch kurz eine zu der Versionsnummer hier. PKCS Nummer 1, Version 1.5. Da ist er dazugekommen. Wir sind aktuell bei Version 2 oder 2, also 2.0 oder 2.1. Und da ist er sogar auch noch drin, der Standard. Also den ich euch jetzt zeigen möchte. So, es ist nicht allzu schwer, das Verfahren, aber ich werde jetzt hier ein paar konkrete Werte reinbringen. Also da stehen auch die Werte dann tatsächlich drin, wie lang sollte so ein Schlüssel sein. Und ja, das ist dann auch das, was wir tatsächlich schon kennen. Wir definieren uns jetzt erstmal ein L als Länge. Und zwar ist L entweder, das darf sich dann der Benutzer aussuchen, wie sicher hält das gerne, entweder 1024, ihr kennt es wahrscheinlich sogar schon, 2048 Bit RSA oder 4096 Bit RSA. So, und dann könnt ihr euch raussuchen, beziehungsweise nein, dann könnt ihr euch gar nichts raussuchen. Dann wird einfach mal der RSA-Modulus wieder berechnet. Der ist N gleich P mal Q. Wobei hier zu beachten ist, dass N, also groß N, genau L Bits hat. Also die Anzahl an Bits in diesem RSA-Modulus hier sind L. Das heißt, unser Modulus hat eine entweder 1024 Bit große Primzahl ist es oder 2048 oder 4096. Gut, so jetzt kann man weitermachen. Dann wählen wir uns noch eine Zahl. P und Q sind wie immer übrigens Primzahlen, aber das erspare ich mir jetzt mal. Und dann wird wieder ein E gewählt aus den natürlichen Zahlen. Und E ist größer 1, also größer 2 eigentlich sogar, aber es ist offiziell nur größer 1, aber es muss eine Primzahl eigentlich sein, denn es muss gelten, dass der GGT von Phi von N und E gleich 1 ist. So, und was ist jetzt Phi von N? Das definieren wir uns hier gerade nochmal kurz nebendran, damit wir es auch für alle, die neu eingeschaltet haben, auch haben. P minus 1, Q minus 1. Wie gesagt, PQ sind Primzahlen. Ich glaube, ich mache das hier mal in eine neue Zeile. PQ sind Primzahlen und zusammen, wie gesagt, wenn man die multipliziert, kommt ein N raus. Das N hat genau zum Beispiel 2048 Bit. E braucht den größten gemeinsamen Teiler von Phi von N und E soll 1 sein. Und was bedeutet das für uns? Naja, wenn wir hier P-1, Q-1 haben, dann sind sowohl P-1 als auch Q-1, die waren davor Primzahlen, also ungerade Zahlen. Das heißt, P-1 und Q-1 sind beides gerade Zahlen. Das heißt, Phi von N ist auf jeden Fall auch eine gerade Zahl und damit keine Primzahl. Das ist so ein bisschen der Trick dabei. Gleichzeitig muss dann aber offensichtlich auch gelten, dass E größer als 2 ist, also echt größer als 2 ist. Denn ansonsten hätten wir ein Problem, dann wäre nämlich der GGT hier nicht 1. Normalerweise, und jetzt kommen wir mal wieder zu ein paar interessanten Fakten, was tatsächlich benutzt wird, ist E gleich 2 hoch 16 plus 1. Das ist tatsächlich auch eine Primzahl und ist gar nicht so schwer zu berechnen. Sieht dann im Prinzip wie folgt aus. 65.536 plus 1, also 5, ja, im Prinzip 37 am Ende. Das ist tatsächlich dann mit GGT gleich 1. Was man auch manchmal wählen kann, ist E gleich 3, aber Vorsicht, hier sollte man wirklich nicht immer E gleich 3 wählen. Wir werden uns noch einen Angriff angucken, warum E gleich 3 bei gewissen Implementierungsfehlern zu einem Problem führen kann. Ich mache, glaube ich, mal die Zahl hier wieder her. Die sollte man vielleicht eher benutzen. Okay. Dann wird was berechnet und zwar D, unser Secret Key, den wir mittlerweile auch kennen.
E hoch minus 1 und das Ganze modulo Phi von n. So, das ist quasi unser Gen-Algorithmus. Jetzt müssen wir nur noch definieren, was unsere Schlüssel sind. Und zwar der Public Key, der besteht aus n und e. Und der Secret Key, der besteht aus im Prinzip nur d. Okay, so, jetzt der Sign-Algorithmus, der ist auch nicht sonderlich kompliziert. SK, M brauchen wir wie immer da drin. So, wir nehmen jetzt hier mal Folgendes an, und zwar, es wird die Hash-Funktion h von m gleich SHA-1 von m, wobei SHA-1 eigentlich noch nicht mal mehr richtig sicher ist, aber da kann man auch genauso gut SHA-3 nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal SHA-1, damit ihr ein konkretes Beispiel habt. Man kann hier jede Hash-Funktion nehmen, die tatsächlich sicher ist. SHA-1 ist leider nicht mehr perfekt sicher, oder zumindest nicht mehr überhaupt richtig sicher. Aber wir nehmen jetzt einfach SHA-1 und dann können wir uns da das konkret angucken. So, was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Der Hashwert der Nachricht m, also m selbst, Betrag von klein m, hat n Bits. So, aber der Hashwert von der Nachricht hat Die Nachricht darf beliebig lang sein, nur der Hashwert hat eine feste Länge, logischerweise, und der ist n Bit lang. Betrag von h von m. Das bedeutet, in unserem speziellen Fall ist n genau 20 Byte. Also 20 mal 8 Bit im Prinzip. Das ist jetzt im Fall von SHA-1 genau 20 Byte. Und da können wir dann nachher uns genau angucken, was da so passieren soll. Okay, was jetzt passiert, ist Folgendes. Man definiert sich eine Nachricht m' als, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wir fangen an mit Hexadezimal. Hexadezimal 0 Kreuz bedeutet, wir reden von Hexadezimal. 0 Kreuz 00 bedeutet, wir haben zwei hexadezimale Zahlen. Eine hexadezimale Zahl hat, Hexadezimal läuft von 0 bis f, wobei 0 in unserem Dezimalsystem 0 bedeutet und f bedeutet 15. Daher der Name, es gibt insgesamt 16 Zahlen, hexadezimal bedeutet 16. Genau, okay, das heißt, hier sind jetzt tatsächlich Zahlen von 0 bis f möglich für jede dieser Stellen, hier also für jeden von den beiden Stellen. Das heißt, wir reden hier immer über genau 4 Bit, also jedes von diesen Dingern hier braucht jetzt 4 Bit, genau 4 Bit. Okay, dann direkt hinten dran, diese zwei Striche bedeuten einfach direkt gefolgt von. Wieder einem hexadezimalen Wert, dieses 0 Kreuz sagt einfach immer nur, dass es hexadezimal jetzt ist, 0 Kreuz 1. Und gefolgt von 0 Kreuz FF, was so viel bedeutet wie 15, 15, also einfach nur Einsen. So, und dann aufgefüllt mit Einsen, so oft wir das Ganze wollen, oder so oft, so viel wie wir einfach brauchen, um diese Nachricht M' also lang zu machen, dass sie auch die Länge L hat. Ich schreibe das gerade mal drunter. Der Betrag, also die Länge von M' muss danach gleich L sein. Also genauso lang wie unser Modulus hier, nämlich genau 1024 bzw. 2048 oder 4096 Bit. So. Nach diesen ganzen Einsen kommt jetzt wieder einmal 8 Nullen, also 2 hexadezimale Nullen sind 8 binäre Nullen. Und danach, jetzt brauche ich hier tatsächlich eine neue Zeile, wir machen aber danach einfach direkt weiter mit der Nachricht M', also das ist einfach direkt hinten dran, kommt ein ASN.1-Code, den könnt ihr gerne mal googeln, der identifiziert mir einfach meine Hash-Funktion, die ich benutzt habe, sodass es für den Empfänger auch klar ist, okay, hier wurde jetzt SHA-1 benutzt oder hier wurde jetzt SHA-3 benutzt oder keine Ahnung, MD5, irgendwie sowas. Also das hier identifiziert mir bloß die Hash-Funktion, die benutzt wurde. Und hinten dran kommt jetzt der Wert, Hash-Wert von m. Genau, so, das ist die Nachricht und sieht irgendwie ziemlich langweilig aus, nicht wahr? So, und dann wird die Signatur berechnet. Die Signatur besteht aus m', klein geschrieben bitte, m', das Ganze dann hoch dem Secret Key D. Ach so, ja, und natürlich nicht vergessen, modulo groß N rechnen. Und das ist dann im Prinzip alles. Der Verify-Algorithmus macht im Prinzip nichts anderes. Der bekommt einen Public Key, die Nachricht M und die Signatur
Sigma ist gleich, beziehungsweise nee, Doppelpunkt, der berechnet sich auch in M' wie oben. Also quasi genau gleich, da haben wir ja nichts Geheimes irgendwie verwendet. Die Hash-Funktion ist da, die, ja, im Prinzip ist alles öffentlich, was wir da oben gemacht haben. Nur dieses D hier war der Secret Key. Und dann wird einfach geprüft, gilt denn, dass M' gleich ist wie Sigma, also die Signatur hoch E, also dem zweiten Public Key hier, Modulus, Mod N. Ja, das ist das Verfahren, das tatsächlich in der Praxis verwendet wird. Es ist quasi dasselbe wie das RSA-Lehrbuchverfahren sozusagen. Die Sicherheit von dem Ding ist ziemlich genau gleich wie die Sicherheit von dem Full-Domain-Hash. Im Prinzip ist es ja ein Full-Domain-Hash über die Nachricht M und dann halt noch irgendwas vorne dran geschrieben, was sich eigentlich nicht groß auf die Sicherheit auswirkt. Aber wir müssen natürlich hier wieder im Random Oracle irgendwas machen und das gefällt uns natürlich nicht so gut. In der Praxis wird es trotzdem verwendet, weil es keinen wirklichen Angriff auf das Signaturverfahren an sich gibt. Es gibt nur einen Angriff auf den Implementierungsfehler, also auf einen bestimmten Implementierungsfehler und wenn E gleich 3 ist, aber nicht auf das Signaturverfahren an sich und deswegen bleibt das ganze Ding EOF CMA sicher, wenn man eben das Random Oracle benutzt. Okay, das ist es von meiner Seite auch schon wieder. Vielleicht zeige ich euch nächstes Mal den Angriff, weiß noch nicht, ob ich den mache. Aber ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.